Viele wussten auch nicht, wie man zum Beispiel diesen Loop hier setzt. Das heißt, der Track startet hier und endet sozusagen hier. Habe ich ein paar Vocals noch eingefügt. Schaut mal hier auf diesen Regler hier. Ich spiele es jetzt mal ab. Unten. Oben. Also habt ihr gesehen, Kickstart und der Equalizer, die schieben dann sozusagen auf 100% und aktivieren sich. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es geht endlich weiter mit der FL Studio Reihe. Ich habe wieder zahlreiche Nachrichten von euch bekommen, wann das nächste Tutorial von meinem How to Make a Bootleg, also wie erstelle ich einen Remix, online kommt. Und es kam jetzt in letzter Zeit viele Motor-Vlogs, viele Reaction-Videos. Und heute ist Sonntag. Ich dachte mir, komm, ich hau mich jetzt mal vorm PC und mach mal wieder ein kleines Tutorial für euch. Deswegen lehnt euch zurück. Kaffee ist bei mir auch schon am Start. Und zwar zeige ich euch heute, wie man Kick and Bass in einem originalen Song einfügt. Beziehungsweise wann, wo und wie ich das Ganze gemacht habe. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, will ich euch nochmal kurz das Intro zeigen. Denn ich habe im Intro noch ein bisschen was verändert. Ich fand's ziemlich cool. Ihr könnt mir dann eure Meinung gerne unten in die Kommentare schreiben. Und genau, ich würde sagen, wir switchen jetzt in FL Studio und dann gönnen wir uns nochmal kurz das Intro. So, also in FL Studio angekommen. Das kennt ihr mittlerweile, das ist ja mein Remix von Lea. Erster Teil von meinem How to Make a Bootleg findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich habe sogar eine Playlist darüber gemacht auf YouTube. Deswegen, wenn ihr von Anfang an dabei sein wollt, schaut gerne das erste Video an und dann switcht zu diesem Video. Genau, also Intro. Ich habe hier unten noch ein paar Vocals eingebaut, weil die mir sehr gut gefallen haben. Ich spiele das Ganze jetzt mal ab und ihr schreibt mir parallel mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt oder ob ich das alte Intro wieder nehmen soll. Aber ich spiele es jetzt mal ab und ja. Genau, also wie gesagt, ich habe hier ein paar Vocals noch eingefügt. Also ich finde die Vocals eigentlich ziemlich geil und passen eigentlich auch ziemlich gut zum Intro. Aber darüber soll es halt gar nicht gehen, sondern ich will euch heute diesen Part hier zeigen. Und zwar Kick and Bass, Clap, Hi-Hat, Abfilter und so weiter. Das heißt, ich ziehe mir jetzt hier, also ich habe hier das Intro, das geht bei mir bis 17. Und ich ziehe mir jetzt einen Loop bis zum Drop. Für den Drop selber werde ich nochmal ein Video machen, weil ich glaube, das wird der interessanteste Part von der ganzen Reihe. Viele wussten auch nicht, wie man zum Beispiel diesen Loop hier setzt. Das heißt, der Track startet hier und endet sozusagen hier und beginnt wieder von vorne. Ist ganz einfach, ihr geht oben hier in die Leiste, rechte Maustaste gedrückt halten und zieht einfach so lange oder dahin, wo ihr das haben wollt. Ich mache es jetzt mal bis 51, weil hier fängt dann der Drop bei mir an. Genau, zoomen wussten auch viele nicht. Ganz, ganz easy. Ihr drückt bei Windows-PCs, ich weiß nicht, wie es bei Apple ist, also bei Macs oder iMacs. Ihr drückt bei Windows STRG, Mausrad nach vorne ist Zoom in, Mausrad zurück oder nach hinten ist Zoom out. Ich will euch heute in dem Video zeigen, wann ich die Kick, wie ich die Kick und wann ich den Bass eingebaut habe und so weiter, weil da gibt es echt viele Fragen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass sich so viele darüber interessieren, wie man Musik macht. Also viele hören ja eigentlich nur Musik, aber es gibt anscheinend viele Zuschauer von mir, die selber produzieren oder anfangen wollen. Was sehr, sehr geil ist. Ich bekomme auch immer wieder auf Instagram, apropos Instagram, könnt ihr mir gerne unten folgen, beziehungsweise unten ist der Link für mein Instagram-Profil. Viele Leute schicken mir über Instagram ihre Remixe und das finde ich richtig, richtig geil. Wie starten wir? Ich habe hier mein Intro und ich mache immer einen smoothen Übergang zur Melodie, beziehungsweise zu dem Song. Und bei mir ist immer so, oder macht eigentlich fast jeder, in einem Intro muss man wieder Abfilter oder Upriser einbauen, damit man weiß, ah, jetzt geht das Intro zu Ende, was passiert danach? So, und hier kommt bei mir dann der originale Song und deswegen habe ich hier diese Fill-In eingebaut.
Dieser Abfilter inklusive Downfilter. Genau. Hier nochmal ein Reverse Abfilter. Genau. Und dass ich dann einen smoothen Übergang kriege, baue ich überall, also wirklich in jedem Remix, einen Downfilter ein. Einen chilligen Sub. Ich hoffe, man hört den. Genau, ab und zu baue ich noch Impacts ein oder eine Crash. Aber mir hat das jetzt eigentlich gereicht für den Song. Ich spiele es jetzt nochmal hier ab der Fill-In ab. Also schöner Abfilter. Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast. Machst die schönsten kleinen Fehler, bist irgendwie anders. Ich finde dir genau, natürlich wieder mit dem Sidechain, das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Ich kann es ja nochmal kurz ausmachen. Man hört halt dann immer diese abgehackten Töne, wenn ich den Sidechain aktiviert habe. Jetzt ist er aktiviert. Also da fehlt immer was. Was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast. Jetzt mache ich an. Die schönsten kleinen Fehler, bist irgendwie smooth. Anders. Ich finde, dir steht da. Genau. Wenn du wüsstest, was abgeht, wenn du einfach nur da stehst. Das lasse ich jetzt ganz gemütlich abspielen. Und hier, Moment, ich zeige euch das mal kurz. Hier geht's zum Höhepunkt. Und genau da aktiviere ich auch den Sidechain, damit ich meine Kick einbauen kann. Ich habe jetzt hier, wir machen jetzt nur mal die Kick, habe ich vom Bente genommen. Die nutze ich eigentlich ziemlich oft. Die ist halt schön punchy und hört sich echt gut an und passt auch zu dem Song. Das Einzige, was ihr beachten müsst, das ist echt ziemlich wichtig, wenn ihr mit Sample Packs arbeiten solltet oder arbeitet, hört euch auch die Qualität an von den Sample Packs. Das heißt, nicht jede Kick ist perfekt und ihr müsst dann nichts mehr bearbeiten oder so, sondern hört euch die an, weil es kann halt sein, dass die nicht gut gemixt worden ist oder gut gemastert worden ist. Deswegen, ihr könnt die dann natürlich wieder mit einem Bass Booster oder sowas bearbeiten. Wenn euch das interessiert, kann ich darüber auch mal ein Video machen. Aber die Kick von Bente ist halt ziemlich gut, muss man halt eigentlich nur noch die Lautstärke anpassen und das war's. Weil, wie gesagt, die ist ziemlich punchy und passt halt echt perfekt. So, ich habe halt hier den Höhepunkt von dem Song, also sozusagen den Refrain, und da baue ich genau meine Kick ein. Und das hört sich jetzt so an. Genau, und durch diesen Sidechain, weil ich den aktiviert habe, kommt meine Kick viel, viel besser durch. Den Bass habe ich dann noch mit eingebaut. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, die ich jetzt kenne, wie man den richtigen Bass findet. Einmal, man kann in Google eingeben, in welcher Oktave bzw. in welchen Noten der Song geschrieben oder abgespielt wird oder produziert worden ist. Oder ihr macht es so wie ich. Ihr wisst ja, ich kann kein Keyboard spielen. Echt traurig eigentlich als Hobbyproduzent. Aber ich mache halt alles nach Gehör und es geht bei mir echt ziemlich flott. Ich kann euch mal kurz den Bass zeigen. Mache ich mal kurz die Kick aus. Bass an. Brauch mich nicht zu fragen. Immer wenn wir unten stehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt wieder, doch ich spüre was anderes. Immer wenn wir unten stehen, wird mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer. Wo soll ich anfangen? Immer wenn wir unten stehen. Genau, also ich mache das halt alles nach Gehör und zu 99% passt es und wenn es nicht passt, dann ändere ich es wieder ab. Aber in der Zeit, wo ich es in Google eingebe und schaue, in welcher Oktave, in welcher Note wird der Song abgespielt oder wurde der produziert, in der Zeit habe ich auch schon über mein Gehör den Bass gefunden. Und um diese Kick im Bass natürlich einzubauen bzw. richtig zu timen, braucht sie wieder diesen Abfilter. Und zwar ist es genau der Abfilter, den ich im Intro hier verwendet habe. Bloß, ich habe hier den Abfilter, also da ist noch ein eingebauter Abfilter, den habe ich entfernt, einfach weggezogen. Hier habe ich nochmal den Headhunters Sweep Up, den habe ich doch hier auch irgendwo eingebaut. Ne, den habe ich hier nirgends eingebaut. Ich zeige euch den mal kurz. Also der hat so ein Fade Stereo, das heißt links, rechts, links, rechts. Hört man das über die Boxen. Und natürlich eine Crash. Ganz wichtig, dass das schön mit der ersten Kick startet sozusagen. Also, dass richtig schön die Kick rauskommt. Und Sidechain, wie gesagt, ist an. Genau, ganz wichtig, was ich ganz vergessen habe im letzten Video. Wenn ihr einen originalen Song remixt, das heißt nicht A Cappella, sondern ich habe einen Song mit der originalen Melodie, dann mache ich so. Ich tue den Track bzw. den Song natürlich hier auf einen Mixer legen. Ich habe es jetzt hier auf 5
und habe einen Equalizer drauf. Und ihr könnt, beziehungsweise darauf müsst ihr achten, wenn ihr die Kick einbauen wollt, müsst ihr auch die tiefen Töne, das heißt die tiefen Töne von dem originalen Song, filtert ihr dann weg, genau dann, wenn ihr eure Kick einbaut. Ich weiß, das hört sich kompliziert an, aber es ist eigentlich ziemlich easy, weil ihr arbeitet dann sozusagen wieder mit Automation Clips. Das geht halt weg. Genau, das sieht dann so aus, wenn die Linie von dem Automation Clip unten ist, also das ist jetzt hier der Sidechain, dann ist es deaktiviert und sobald ihr diese Linie nach oben zieht, aktiviert ihr sozusagen den Sidechain. Und das gleiche ist auch mit dem Equalizer. Ich habe hier, ich kann euch das mal kurz zeigen, wenn wir hier mal, Moment, ich mache den mal weg. Da, wo meine Kick anfängt, filtere ich die tiefen Töne raus und jetzt schaut mal hier, ich hoffe, man kann das sehen, ich tue das mal ein bisschen in die Mitte, schaut mal hier auf diesen Regler hier. Ich zoome jetzt auch nochmal für euch extra hin. Dieser Regler wird sich gleich verändern, weil genau dann, wo meine Kick anfängt, greift der Equalizer ein und filtert die tiefen Töne raus. Ich hoffe wirklich, dass ihr das einigermaßen verstehen könnt. Aber wie gesagt, ich spiele es jetzt mal ab. Unten. Oben. Also habt ihr gesehen, Kickstart und der Equalizer, die schieben dann sozusagen auf 100% und aktivieren sich. Ich spiele es jetzt nochmal ab. Also schaut genau hier auf diese Regler. Aus. Genau, und so könnt ihr eure Kick nochmal, ja, kräftiger rausholen, beziehungsweise in den Song besser einfügen. Was heißt einfügen? Aber dass sie sich noch mehr entfalten kann, beziehungsweise viel besser zu hören ist. Und genau, ich habe jetzt, wie gesagt, Kick and Bass, Crash, Keimbel habe ich eingebaut. Mache ich zurzeit echt ziemlich oft. Hier eine schöne Clap. Das Ganze hört sich dann so an. Genau, und das ist so, beziehungsweise so mache ich das immer. Wenn es im Refrain, beziehungsweise das ist ja eigentlich schon der Drop von dem originalen Song, wenn es da nach unten geht, jetzt zeige ich das nochmal kurz. Genau, und da mache ich immer so, hier baue ich noch eine Kick ein. Dann nur noch den Bass kurz. Das gibt dann nochmal so einen Höhepunkt für den, für die Kick wieder. Hier habe ich komplett gar nichts drin, also hier habe ich alles rausgelöscht. Habe auch die Filter wieder nach unten gesetzt, also auf 0%, dass die nicht eingreifen sollen. Und das hört sich jetzt so an. Genau, und dann starte ich wieder Kick, Bass, Clap und so weiter. Das gleiche habe ich dann hier auch nochmal gemacht. Und dann kommt halt hier schon der Drop bei mir. Viel ist eigentlich nicht dahinter. Es ist eigentlich ziemlich easy, so einen originalen Song zu remixen. Weil wenn ihr A Cappellas benutzt, müsst ihr eigentlich ein Keyboard hinzufügen. Also irgendwelche Synthesizer oder sowas, dass sich das natürlich schöner anhört. Dann müsst ihr aber noch schauen, in welcher Oktave bzw. in welcher Note muss ich wieder das Klavier einbauen. Wo muss ich das einbauen? Und hier habt ihr einen originalen Song. Arbeitet mit Sidechain, arbeitet mit ein paar Filter, mit Automation Clips. Und zack, könnt ihr eigentlich nur eure Kick drüberlegen. Und genau, ich zeige euch jetzt noch kurz die Melodie bzw. den Part, wo ich meinen Drop anfange. Den Drop selber werde ich in einem separaten Video machen, weil ich habe jetzt schon wieder über 20 Minuten Videomaterial. Genau, also hier ist noch Kick and Bass. Und hier fängt mein Job an. Genau, also wie gesagt, separates Video kommt noch. Genau, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Also ich gebe euch den Tipp, arbeitet mit Equalizer, arbeitet mit Automation Clips. Schaut euch die Kick an, den Bass an, ob der passt oder nicht. Also von der Qualität her, weil ich hatte auch schon viele Kicks und viele Bässe in den Sample Packs, die nicht so gut waren, aber die kann man natürlich wieder bearbeiten. Wie das Ganze funktioniert, kann ich drüber ein Video machen, wenn ihr drauf Bock habt. Das müsst ihr mir halt jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen wieder ein bisschen helfen. Es ist echt interessant, wie man so einen Remix erstellt. Und wie gesagt, ich mache das Ganze nur, weil ich damals, wo ich angefangen habe, also circa vor 1,5, 2 Jahren, hatte ich
keinen deutschsprachigen YouTuber, der mir das erklärt hat, wie das Ganze funktioniert, sondern alles auf Englisch, Spanisch, Französisch, aber nie auf Deutsch. Und ich habe mir das halt alles selber beigebracht, soweit wie es geht. Natürlich kann ich auch noch nicht alles. Es kommen auch sehr, sehr wenig Remixe von mir, aber das liegt nicht daran, dass ich nicht alles kann, sondern es liegt an der Zeit, weil ich zurzeit viele Vlogs rausschepper. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wieder über eine positive Bewertung freuen. Gebt mir einen schönen knackigen Daumen wieder. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich auf euren Stories oder so verlinkt, weil dann reposte ich das. Weil mich würde mal interessieren, wer durch meine Videos angefangen hat mit Musik. Also ich habe schon ein paar Zuschauer, mit denen bin ich in Kontakt. Es schreiben mir auch so viele, wann ich denn eine Kooperation mache mit denen. Und es ist halt einfach so, Leute, ich würde echt liebend gern mit euch eine Kooperation beziehungsweise so einen Remix zusammen machen. Bloß, ich schaff's ja selber nicht mal, einen eigenen Remix zu machen, weil mir die Zeit fehlt. Und genau, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat's gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Seid gespannt, aktiviert die Glocke. Bis dann, Leute. Macht Musik, schickt mir eure Remixe, eure Tracks, whatever. Und ich melde mich jetzt ab. Oh Gott, jetzt schmeiße ich gleich die Lampe um. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.